Einen wunderschönen guten Morgen aus Sulzimos. Der Camper Tobi und der Camper Frido, und auf den kommen wir gleich noch ausführlicher zu sprechen. Und auf dieses wunderschöne Fahrzeug, ein Profiler RS 695 EB mit knapp 7 Meter Länge, 6,99 Meter, der rechtzeitig eingetudelt ist, weil das ganz begehrte Fahrzeuge sind. Gerade so, der Trend ist wirklich absolut seit vorletztem Jahr zu erkennen. Das ist mehrheitlich angefragt, ist ob Profiler mit Roof Sleeper, also mit Hubbett oder ohne, ist die Klasse in der 7 Meter Region. Knapp 7 Meter große Heckgarage, Einzelbetten vor allem in der Kombination, ob mit Hubbett oder ohne. Das sind so die ganz heiß begehrten Kandidaten. Also, ein schönes 218er Modell mit 10 Jahren Dichtigkeitsgarantie, doppelten Boden, das eurer Markenkennzeichen. Und dieser Haube drauf, die dann eben das Fahrzeug ein bisschen höher macht, den gibt es auch als Profiler T-Modell, dann sprich ohne RS, ohne Roof Sleeper, mit dem großen Higi drin etc. etc. Dann ist es noch heller im Frontbereich, aber hier hat man ein Hubbett installiert, das kaum auffällt, und das werden wir uns gleich innen anschauen. Jetzt gehen wir nochmal außen rum und dann kommen wir zum Innenleben und zu Camper Frido. Da ist ein Thema auf der Seele, und das möchte ich auch einmal an- und aussprechen, nachdem ich heute ein Mail bekommen habe von einem Zuschauer, der direkt auch an die Firma geschrieben hat, dass er die Videos anschaut und ihm aufgefallen ist, da ist ein Hund im Auto und das kommt so rüber, als ob es stören würde, und dazu beziehen wir gleich Stellung. Also, dass Sie sehen, das ist ein wunderschönes Auto, gerade frisch gebaut, frisch aufgeschlagen hier mit Seitz-Rahmenfenster, mit dem tollen, was ich finde, seit 2017 erhältlichen, nobleren, edleren, schickeren Außendekor. Das muss man wirklich immer wieder dazu sagen. Der wirkt jetzt einfach eleganter, aber die Zeiten ändern sich und somit natürlich einiges an den Fahrzeugen. Und auch die Optik ist ja auch wichtig. Man möchte sich ja nicht verstecken müssen mit seinem hässlichen Fahrzeug auf dem Campingplatz oder Stellplatz oder wie auch immer. Also der ist neu, der hat bei uns die Laufnummer 590. PRS, Profiler RS für Roof Sleeper, nochmal dazu gesagt, damit man weiß, was mit der Bedeutung zu verstehen ist. Wir haben tolle Heizung drin, ich erkläre das auch mal kurz nachher, die Troma-Heizung, da machen wir noch ein kleines Special, wenn es interessiert, das Troma CP Plus Display, wie das funktioniert, auch als Anleitung für unsere Mieter und Kunden, die können sich das dann gerne anschauen. Und jetzt gehen wir rein, von außen eigentlich ein Profiler RS, wie für uns und für Sie mittlerweile durch die Videos auch üblich. Und ich nutze die letzten Sonnenstrahlen, es soll das Wetter jetzt ganz hässlich werden, die nächsten Tage mit Schnee und allem. Und es macht einfach, wie immer schon bekannt, bei Camper Tobi mehr Spaß, wenn es schön ist. So, da sehen Sie den Himmel, er zieht sich langsam zu, aber da hinten ist es noch ein bisschen blau, der Rest vom Schützenfest. So, und jetzt gehen wir rein. Also, besagtes Mail. Ein lieber Zuseher hat kritisiert, dass der Camper Frido in diesen Fahrzeugen drin sitzt und das doch wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist. Das mag gut sein, das ist auch ein Thema, das mir schon öfter im Kopf rumgegangen ist. Und jetzt sitzt er wieder da, der Camper Frido. Und der Camper Frido ist ein großer, wenn nicht der größte Bestandteil, die Zuschauer, die Abonnenten wissen das, dieser mittlerweile Serie mit. Jetzt, heute wirklich genau, ich kann es den Stammzuschauern sagen, das 400. Video, also Jubiläum, das nächste. Und jetzt kommen dann die 1 Million Hits. Also, dürfte bald soweit sein, dann habe ich 1 Million Hits auf alle in den letzten knapp 1,5 Jahren gedrehten Videos. Also, zum einen, Camper Frido zum Anlass nehmen, das ist ein 13-jähriger Malteser. Der Malteser ist dafür bekannt, Haare zu haben und kein Fell, ist dafür bekannt, keine Haare zu verlieren, außer er war beim Scheren, so wie gestern. Dann sind es einige Haare mehr, aber ansonsten habe ich vom Frido in diesen ganzen langen Jahren nicht ein Haar irgendwo gefunden, geschweige denn Schmutz, geschweige denn, er ist antiallergisch, das heißt, selbst wenn man hundesensibel ist, hat man kein Problem damit in der Nase, da kitzelt nichts und er hinterlässt keine Spuren, zudem ich darauf achte, dass jedes Mal, und jeder kennt mich hier und auch die Zuschauer wissen es, der Hund top gepflegt mit abgewischten, frischen Füßen hier auf die Polster springt. Da kann man auch eurer und alle Hersteller, die wir haben, wieder loben, weil das sind hochtechnische Stoffe, die absolut schwer Flecken annehmen, schon gar nicht von so einem 4,5 Kilo Portionchen. Aber wie gesagt, ohne Camper Frido wird es nichts geben, eher würde ich aufhören. Aber bevor ich einen Shitstorm bekomme, wie man das halt so schön sagt, also bei knapp 1 Million Hits hatte ich jetzt einmal dieses Thema heute angesprochen, wollte ich auf das kurz eingehen. Wie gesagt, das ist der Erfolg dieser Serie, das ist der Erfolg meines Lebens, dieser Hund, mein bester Freund, und von dem her unvorstellbar, dass es mich nicht begleiten würde bei meinen tagtäglichen Arbeiten. Und ich weiß auch, dass unsere Kunden das nicht nur einfach akzeptieren, sondern auch schätzen. Da kommen viele extra für Frido
und die wissen ganz genau, wie pfleglich wir umgehen. Witzigerweise in diesem Video gestern über den Columbus 45D mit Aufstelldach hatte ich das Thema sogar während der Fahrt. Und wo ich angesprochen habe, dass ich aus meinen langen Jahren der Verkaufserfahrung sagen kann, dass wir äußerst pfleglich mit unserer Ware umgehen. Die Fahrzeuge sind hier verschlossen am Platz. Die sind mir persönlich mit jeder Fahrgestellnummer bekannt, so verrückt es auch klingen mag. Aber wie gesagt, da wird jede Batterie geladen, gepflegt, das Fahrzeug gepflegt. Da sind ich ein Krümel am Boden hier hinten. Den werde ich jetzt dann gleich entfernen. Da wird ständig gewischt, gemacht, gesäubert. Jeder, der weiß, dass er schon mal bei uns war oder ein Auto gemietet oder gekauft hat, weiß, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen sehr, sehr pfleglich mit unserer Ware umgehen, weil wir wissen, dass sie die vielleicht irgendwann kaufen. Also, so viel dazu. Ich habe mir nicht den Hund nach dem Job ausgesucht und auch nicht umgekehrt, sondern das ist so, wie es ist. Und ganz praktisch, dass der Frieder die perfekten Voraussetzungen erfüllt. Ich denke mir, der macht weniger Schmutz als jeder Mensch. Ausnahmslos jeder Mensch. Sei es Bakterienabgabe, sei es Schäden in Fahrzeugen, sei es irgendwas. Also Hand drauf, es geht nur mit Frido, sonst mache ich den Kanal zu. Ihr könnt gerne mal eure Kommentare abschreiben, drunter schreiben als Echo darauf. Wer damit nicht einverstanden ist, der kann jederzeit gerne ausschalten. Kein Problem damit. Also, so läuft's, so geht's lang und so ist es auch. Mittlerweile kann ich ganz stolz sagen, in ganz Europa akzeptiert bei einer Zufriedenheitsquote von 96,3% aller Zuschauer, die diesen Kanal gut finden. Und das ist eine Quote, auf die ich stolz bin. Und ich habe irgendwann in meinem Video gesagt, wenn ich unter 80% falle, ist die Geschichte für mich gelaufen. Vielleicht 70, ja, das war meine ursprüngliche Einstellung. Aber wie gesagt, es kommt gut an. Von dem her werde ich es auch nicht ändern. Man kann mit mir über alles reden, kein Problem. Aber das bleibt eben so. So, Schluss mit dem Thema. Hier haben wir wieder das berühmte Flimmern in der Kamera, weil ich nicht mit 4K oder sonstigen großen Auflösungen in YouTube einstelle, sondern hier flimmert gar nichts mit meinem Auge. Die Bildwiederholrate, die Frames per Second sind natürlich zu tief für alle neuen Zuschauer. Deswegen flimmert es. Dem Fahrzeug passt alles und es ist alles in Ordnung. Entschuldigung, die leichte Erkältung schleicht sich wieder ein. Und hier haben wir die Sitze umgedreht. Sie haben eine tolle Sitzkombination hier. Für bequeme 5 Personen. Der Tisch ist verschiebbar und drehbar. Beim Hubbett runterlassen, das können Sie sich auch in anderen Videos anschauen. Ich habe den PAS auch schon mal abgefilmt, das aktuelle Modelljahr. Gehen dann die Kästen mit runter und da oben sehen Sie das Hubbett, das ich mit meiner einen Hand jetzt nicht bedienen möchte. Aber wie gesagt, ich zeige es Ihnen gern hier. Das ist, wie gesagt, bündig verarbeitet. Sprich, also es geht hier noch 2 cm rauf. Ich habe es jetzt nicht ganz nach oben gefahren nach dem letzten Test, nach der Eingangskontrolle des Fahrzeugs. Und von dem her, das geht noch bündiger. Dann haben Sie eine Stehhöhe von 2,95 Meter wäre toll. Dann wäre es eine Turnhalle. 1,95 Meter und ich bin 2 Meter groß. Ich muss meinen Kopf leicht einziehen. Aber das wissen auch schon viele, die diese Videos, vielen Dank nochmal dafür, regelmäßig anschauen. Also es ist immer wieder toll, wenn man so viele nette Stammzuschauer hat, Abonnenten hat, die regelrecht darauf warten, dass wieder ein Video aus Sulzimos kommt. Wer hätte das gedacht? Das ist phänomenal. Momentan merkt man, dass die Saison, die Hauptsaison, für uns geht das ganze Jahr durch, losstartet, aber so die Sommersaison oder in Richtung Buchungen in der Vermietung geht etc., dass jetzt der Markt noch mehr anschwillt. Und von dem her ist es ganz interessant, dass auch die Abonnentenzahlen im Moment sehr stark nach oben gehen. Also da hinten haben wir jetzt die begehrten Einzelbetten. Zurück wieder zum Reisemobil. Hier haben wir den tollen Slimline, sage ich, Tower-Kühlschrank mit 140 Liter, mit AES-Umschaltung. Wir haben eine tolle Küche mit Softclose-Schubladen. Hier haben wir den Chalet-Look im Fahrzeug. Also hier gleich mal erster Test. Sie sehen, die Schublade verschwindet perfekt wieder da, wo sie hingehört. Der besprochene Krümel ist somit auch beseitigt. Etwas Styropor aus dem Werk. Kein Kratzer im Boden, alles tipptopp. Bei uns liegen auch immer Teppiche am Eingang, auch wenn er mit Wärme verbunden ist. Ich zeige das nochmal. Bei uns putzt sich jeder die Füße ab. Sowohl vor dem Fahrzeug, jetzt unsere neuen grünen Matten, grobstalliger, damit der Dreck rausgeht. Und hier nochmal für die feinen Nachschliff, dass wir ja nichts reintragen, dass hier kein Fleckchen ist. Kein Steinchen, obwohl die guten Euroböden, muss man wirklich sagen, einiges abkönnen. Also sie sind äußerst belastbar vom Abrieb her. Am Eingang haben wir schön beleuchtet, das gehört natürlich nicht hin, das ist einfach ein Schutz vom Werk. Hier haben wir unser Bedienpanel, die Trommel-Duo-Kontrolle mit Fernanzeige und I6. Das machen wir nachher, das zeige ich euch heute in einem kleinen, ich schätze mal 10-15-minütigen Special. Die Zeit nutzen wir heute mal, habe ich mir schon lang vorgenommen, das Thoma CP Plus Display zu erklären. Und hier haben wir die übliche Bedieneinheit zum Außenlicht einschalten, Rundumbeleuchtung einschalten, innen natürlich, Außentemperaturfühler, Innentemperaturfühler, also wir haben innen 9 Grad, der arme Frido friert aber trotz seiner Haare nicht.
Das weiß ich, wann er friert, dann kommt er auch ins Warme. Hier haben wir die Tankanzeige, Abwasser- und Frischwassertank sind im Moment leer. Hier haben wir die Anzeige, wie viel Spannung auf der Bordbatterie ist. Momentan ist er aber von außen versorgt, deswegen lädt er. Und dann haben wir auch die Übersicht, was mit der Batterie vorne im Cockpit passiert. Nämlich, die wird mitgepflegt beim eurer Ladegerät. Sprich, wenn hinten 100% geladen sind, hinten heißt Aufbaubatterie, dann springt das Signal auf die Fahrzeugbatterie über und die ist gleich mitgepflegt. Das hat nicht jedes Auto. Das ist in der Premium-Liga eigentlich normal oder sollte normal sein. Und insofern ist es ganz praktisch, wenn man das Fahrzeug mal längere Zeit einlagert und an Strom hängt. Das war's und die Batterien sind immer ausreichend gepflegt. Und wenn sie fahren, dann kann man eine Solaranlage aufbauen. Und die gibt es dann meistens mit dazu zum Neufahrzeug, sprich nicht kostenlos, aber wir haben einen Sonderpreis, wenn Sie bei uns ein Auto kaufen, für eine schöne 100 Watt Anlage, auch eine 200 Watt Anlage, dann verbauen wir die gleich mit. Hier kommen wir in den Kleiderschrank unterm Bett mit Stange drin. Entweder wir laden über die Methode, dass wir das Bett hochklappen. Das geht auch übrigens hier natürlich seitlich rein. Und auf der anderen Seite haben wir dann das Gleiche. Wir legen mal die Polster und Deckenkissen zur Seite. Dann sehen Sie auch hier rein, es gibt auch hier eine Männchen- und eine Weibchenseite in diesem Fahrzeug. Eine ist etwas länger, sprich 2 Meter Liegefläche für die Männer und 1,92 für die Damen. Soweit ich mich erinnern kann, alles immer vorbehaltlich. Ich kann mir nicht mehr alles merken, aber so sieht es aus. Also auf der Beifahrerseite ist das Einzelbett für die Herren in der Regel. Es gibt ja auch Pärchen, wo das die Frau größer ist, dann muss man sich das hier ausschnapsen. Und da sehen wir zum Beispiel auch eine Beleuchtung, das ist eine Touch-Beleuchtung, sprich also nicht Touch, sondern mit Sensor. Das heißt, wenn ich den Schrank aufmache, geht hier eine batteriebetriebene Leuchte los. Die kann man auch rausnehmen, das Taschenlampe benutzen, ganz praktisch. Und hier drunter geht natürlich jetzt nicht an, weil wir die Batterien noch nicht reingelegt haben. Die kommen dann rein, wenn der Kunde das Auto kauft. Wir verschwenden hier noch keine Batterie, die nicht unbedingt verschwendet werden muss. Und hier kann man dann auch in die Garage runter, falls man den Schlüssel eingesperrt hat etc. ist das nochmal ein Notzugang. Aber passiert in der Regel auch kaum mehr. Übrigens, Tür und Aussperren. Wir haben hier ein Fahrzeug, das bürgert sich jetzt ein. Und das ist toll, dass jeder Eurer, der jetzt auf den Platz kommt, das in der Regel schon hat. Sprich also mit Fernbedienung nicht nur für Fahrer- und Beifahrertür. Und jetzt haben wir Indifferenzen drum, stockig im Moment. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwas stimmt jetzt gerade im Moment am Handy nicht. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Ich werde jetzt absichtlich mal weitersprechen. Also wie gesagt, wir haben auch eine Aufbautür mit Zentralverriegelung. Das ist ganz, ganz angenehm. Sie müssen da nicht immer rumfummeln. Sprich also, da hinten haben wir nochmal Steckdosen. Wir haben USB-Ports im Fahrzeug, jede Menge. Wir haben schöne Ambientebeleuchtung. Wir haben eine tolle Ausstattung. Das sind die Betten, die kann man ruhig runterfallen lassen. Hoppala, Entschuldigung, die Kamera. Da sind Gasdruckfedern drin. Das macht ihm gar nichts. Das ist ein solides Auto. Und beim Öffnen geht das Ganze sehr, sehr leicht, weil die Gasdruckfedern Ihnen helfen. Also es geht aber auch geräuschlos. Was heute will ich mal Gaudi machen. So, Bad mit Schwenkwaschbecken bei 7 Meter Länge ist es ganz klar. Da wird man mit Sicherheit mit weniger Platz im Bad auskommen müssen. Aber es ist kein Duschvorhangbad, sage ich immer dazu, sondern es ist wirklich eine schöne Duschtrennwand vorhanden. So, jetzt sind die Interferenzen weg. Ich hoffe, das hat den Ton nicht beeinflusst. Jetzt meldet er mir kein Problem mehr am Display. Der Brauseschlauch wird normalerweise, das ist frisch vom Werk, wie gesagt, dann eben in der entsprechenden Halterung transportiert, hinter der Duschtrennwand. Und das Waschbecken schwingt mal rüber. Hier eine kleine Ablage und hier eine schöne Toilette. Lichtschalter, Steckdose ist mittlerweile natürlich im Bad alles selbstverständlich. Da ist die Steckdose, Kuschelkästchen. Und hier der berühmte Blick in die Kamera mit dem kurzen Winke-Winke. Also, schönes, schönes Fahrzeug steht jetzt bei uns. Ich weiß gar nicht, einer, glaube ich, geht sogar mit auf die Messe. Wir haben ja dann bald die Free in München. Ich glaube von 21. bis 25. Auch das kann ich mir nie merken. In 3 Wochen geht's los. Am Wochenende, egal was für ein Wetter ist, wird es mal einen Rundgang geben. Dann stelle ich euch die Autos vor, die mit auf die Messe kommen. Aber wirklich nur von außen. Kurzer Überblick, damit Sie sehen, was wir alles auf dem Stand fahren. Ich glaube, es sind 40 Autos circa, plus minus 2 oder 3 oder 4. Manchmal wissen wir es erst kurz vor Ende, weil frisch gebaute Fahrzeuge kommen wie der Westfalia Sven Hedin. Wir haben ja gestern den 540D mit Hochdach, mit Aufstelldach vorgestellt und der wird auf jeden Fall dabei sein. Wir haben den Integra 700 EB dabei oder den 98 QB. Also wir werden einiges auffahren auf der Free in München, die große Erlebnismesse mit 2 Camperhallen.
Und Reisemobil ist natürlich ein angesagtes Thema, Camping allgemein. Da ist ja einiges los in der Branche. Während ich hier rede mit Ihnen, mache ich jetzt einmal die Heckgarage auf, weil das ist immer ein Blick wert. Da sehe ich jetzt auch gleich, wir haben einen Teil vom Arctic-Paket an Bord. Die Camper Moni lässt auch schön grüßen, die flitzt hier rum. Und ich habe schon schlechtes Gewissen, dass ich ihr gerade nicht helfe. Aber vielleicht helfen wir uns so auch am meisten, wer weiß. Da ist der Abwassertankschlauch, wir haben zwei Leitern drin, wir haben vier Bordgepäck, wir haben die tolle LED-Lampe drin, die ist wirklich praktisch. Wir haben hier das Wasserfach zum Entleeren der Leitungen. Das Auto liegt jetzt bei rund 70.000 Euro in der Ausstattung. Die Ausstattung ist im mobile.de zu sehen, da wo Sie jetzt auch das Video gerade gucken. Da können Sie ganz detailliert sehen, das ist ein Teaser und kein Spielfilm. Fußmatte originalverpackt, kommt auch erst rein, wenn der Kunde das Fahrzeug übernimmt. Also, wie gesagt, es hängt bei uns alles an der Pflege von Fahrzeugen. Damit leben wir Tag ein, Tag aus und ich fast 24 Stunden am Tag, dass das alles wirklich ordentlich ist, abgesehen vom Hund. Der ist super ordentlich. So, Abwassertankhebel hier, zweite Serviceklappe, Garagentür links. Hier die Dometic Lüftungsgitter und jetzt hilft uns die Sonne nochmal, dass Sie auch sehen, diese Fahrzeuge kommen wirklich mittlerweile. Jede Firma, jeder Hersteller hat mal seine schlechten Jahre gehabt, seine schlechten Tage gehabt. Kann auch heute mal was sein, da bitte um Verständnis. Aber ich selber merke jetzt in den knapp 4 Jahren bei Freizeit Steiner, dass zum Beispiel Eura in der Qualität unglaublich gut angezogen hat. Das ist definitiv so, da muss man mal ein Kompliment an das Eura-Werk aussprechen. Ich bin da relativ kritisch und was da geliefert wird von Eura, stimmt und sehr zuverlässig. Sie kriegen hier die 97%, die wir wollen und mit der 3% Toleranz im Leichtfahrzeugbau muss man leben. Immer mehr Luxus, immer mehr Zuladung ist erwünscht. Komfort, nenne ich es mal Komfort. Komfort ist ja was anderes als Luxus, aber das kümmern wir uns mal ein andermal auf ein Thema. Auf dem Schirm schreiben, aber wie gesagt, wir sind sehr zufrieden mit der Qualität. Kompliment, Respekt unter dem Druck, den die Branche derzeit hat, einigermaßen die Lieferfristen zu treffen, aufzustocken und ausliefern zu können, was geht, ist ja eine tagtägliche Herausforderung. Und Sie können sich vorstellen, wenn eine Branche so anschwillt wie die Reisemobil- und Freizeit- und Campingbranche in den letzten Jahren, dass natürlich auch die Werke das kompensieren müssen, die Menschen kompensieren müssen. Es wächst deswegen nicht an jeder Ecke ein neues Werk oder kommt das dementsprechende Personal hinterher, um das zu bewältigen. Wir sind bemüht und das ist mal das Wichtigste. Und ich glaube, alle Firmen in Deutschland und Europa, die in diesem Bereich arbeiten, haben die gleichen Sorgen. Aber andererseits freuen wir uns natürlich, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Wir werden alles tun, dass Sie zufrieden sind. Beschweren braucht sich jetzt keiner, außer über zu viel Arbeit. Das ist mal wirklich wieder Tacheles gesprochen. Jetzt habe ich 17 Minuten verbracht, davon glaube ich 10 Minuten mit dem Auto und 7 Minuten mit dem Hund und der Sauberkeit und der Selbsterstellung. Aber was sein muss, muss sein. Ja, gestern das Video, das haut rein mit Camper Markus. Vielen Dank nochmal an Camper Markus. Es macht so Spaß, mit ihm Videos zu machen. Wir haben leider so wenig die Zeit, dass man wirklich mal kurz in ein Auto springt, so spontan wie gestern, und das alles dementsprechend vorstellt. Auch dieses Auto bitte zu entschuldigen. Noch nicht drüber gewischt, der kam so vom Berg und das ist normal, vom Abladen. Das ist halt einmal schmutzig dieser Tage. Und dann fliegen 2, 3 Stäubchen aufs Auto, ansonsten ist der Wagen tadellos. Jetzt kommt dann noch ein Terrestra A96 HB, der große Alkoven in der Premium-Klasse. Und haben aber auch schon gefilmt, den gibt es jetzt dann auch hier zu bewundern. Ich mache einen kurzen Break, trinke einen Schluck und gleich geht's weiter mit dem Camper Tobi. Was soll's, bis nachher, servus, danke und tschüss, wie immer, bleibt gesund und weiter campen.